spannender Sport, volle Tribünen, fröhliche Stimmung. Erneut stehen im Schlosspark zu Rastede die Pferde im Mittelpunkt und ziehen alt wie jung in ihren Bann. Nicht nur Reiter, Fahrer und Züchter, die ihre vierbeinigen Sportler in unvergesslicher Atmosphäre präsentieren, sondern durch die vielen begeisterten Zuschauer, die sich schon weit im Voraus auf Rastede freuen, machen das Oldenburger Landesturnier so einzigartig. Das Mekka der Oldenburger Stuten ist der Schlosspark zu Rastede, in dem alljährlich Mitte Juli die etwa 60 besten 3- und 4-jährigen Stuten um die begehrte Auszeichnung der Oldenburger Siegerstute konkurrieren. Aus ca. 400 vorgestellten Stuten werden diese 60 Stuten ausgewählt, nachdem sie ihre Stutenleistungsprüfung abgelegt und den Titel Staatsprämienstute erhalten haben. And I always want to have a mare out of a diamond heat, and I think that she is really super special and she made a really good mare performance test, so I'm so proud to be here. Die Stutenstau war ja jetzt in der Vergangenheit schon oft Sprungbrett für viele Stuten, auch die nachher im Sport gegangen sind. Sprich Weihe Gold als absolutes Aushängeschild, aber sicherlich auch noch einige andere. Ist eine Halbschwester zu dem Don Deluxe, der vor, ich glaube, 3 Jahren inzwischen Siegerhengst war. Diese Kombination hier zeigen zu dürfen, hat eine tolle Stutenleistungsprüfung abgelegt, hat das Interieur ihres Vaters geerbt, da macht es Spaß. Die 15 besten dieser Stuten werden für den sogenannten Brillantring ausgewählt und dort rangiert. Die Elite Stutenschau 2017 des Oldenburger Zuchtverbandes wurde entschieden. Siegerin der dressurbetonten Stuten ist die OLH-Prämienstute Fürstin Gesine von Fürst Heinrich, Sir Donnerhall, Don Schufro. Züchter und Besitzer hier das Gestüt Lewitz, Siegerin der springbetonten Stuten. Die US-Hauptprämienanwärterin La Maroon von Christian Landor S. Argentinus. Aus der Zucht von Elke und Franz Josef Horf und im Besitz von Helmut Osterkamp.